Hi, Sie zu der dritten Vorlesung P2P-Systeme willkommen. Ich gehe nochmal kurz über die Folien der letzten Veranstaltung drüber. Da wurden Sie ja über die unstrukturierten Overlays aufgeklärt, beziehungsweise das Thema wurde eingeführt. Was haben wir da kennengelernt, beziehungsweise was ist so ein Grundgedanke? Wir haben diese Overlay-Netzwerke aufbauend auf den eigentlichen Netzwerken. Wir bilden ein logisches Netzwerk, es wird auf eine Topologie definiert, das heißt, es gibt entweder starke oder schwache Vorgaben, wie die Nachbarschaften aussehen sollen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, mögliche Dienste, die angeboten werden. Eines der Dienste ist der Lookup, das heißt, das ist alles ID-basiert, entweder von einem Knoten oder von einem Objekt. Das Wichtige ist, es gibt einen eindeutigen Identifier und wir haben Zuständigkeit und wollen den zuständigen Knoten dazu finden. Das Gute ist, damit lassen sich komplexe Anwendungen ganz gut realisieren. Das ist auch oft effizient zu lösen. Der Nachteil ist, man muss immer diese Zuständigkeiten pflegen. Man muss wissen, wie die IDs sind, wenn man das nutzen möchte. Dem gegenübergesetzt ist die einfache Suche nach ein oder mehreren Stichworten. Und man hat oft keinen Hinweis, wo die Daten sein können. Man hat keine Zuständigkeit. Und man muss mehr oder minder clever versuchen, dennoch die Knoten mit den Dateien, wo es passt, mit den Dateien, die zu dieser Suchanfrage passen, zu finden. Das heißt, man hat weniger Aufwand in der Pflege der Daten, aber es ist umständlicher dann in der Suche. Und das unterscheidet dann auch die unstrukturierten und strukturierten Overlays. Bei den unstrukturierten, beziehungsweise bei den strukturierten, ist es einfacher zu definieren, gibt es eine Abhängigkeit, eine Zuständigkeit von Knoten zu den Objekten. Also jedes Objekt wird von mindestens einem Knoten verwaltet und diesen einen muss man finden, um eben das Objekt dort zu speichern oder um das Objekt wieder abzurufen. Und dem gegenübergesetzt gibt es bei unstrukturierten Overlays eben keinen Zusammenhang zwischen den Daten-Identifiern und Knoten-Identifiern. Also die können zwar aus demselben Bereich sein, aber es gibt diese Zuständigkeit der Verantwortlichkeit nicht. Oft setzen die unstrukturierten Overlays eben die Suche um und die strukturierten den Lookup, weil es eben alles ID-basiert ist. Man hat die Zuständigkeit, man muss nur den richtigen Knoten finden. Dann wurden verschiedene Begriffe eingeführt. Das ist auch so eine beliebte Frage in manchen Prüfungen, die auftauchen kann. Was der Unterschied zwischen zentralisiert, homogen und heterogen? Homogen und heterogen beschreiben die Rollen, die im System vorhanden sind. Bei homogenen Netzen haben alle Knoten dieselben Rollen und bei heterogenen gibt es Auskristallisierung, also es gibt verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen, die eingenommen werden können von Knoten. Dann gibt es noch flach oder hierarchisch. Das bezieht sich jetzt nicht auf die Rollen der Knoten oder wie die strukturiert sind, sondern ob man ein oder mehrere Overlays hat. Das heißt, hat man nur ein einfaches Overlay, in dem nur ein Routing-Verfahren existiert, dann hat man ein flaches Overlay und ein hierarchisches Overlay hat man, wenn man mehrere Overlays quasi miteinander verbindet. Wenn ein Overlay aus virtuellen Knoten besteht und ein virtueller Knoten aus wieder einem ganzen Overlay in sich. Also man könnte zum Beispiel, wie hier dargestellt, so ein blaues Overlay haben und in diesem blauen Overlay ist jeder einzelne Knoten für sich genommen auch ein Overlay, in dem mehrere, auch ein anderes Routing-Verfahren realisiert werden kann. Das wird oft gemacht, um zum Beispiel die Zuverlässigkeit der Knoten in dem blauen Overlay zu gewährleisten. Also wenn da nicht nur ein einziger physikalischer Knoten in diesem blauen Overlay wirklich einen Knoten ausmacht, sondern eine Gruppe von Knoten oder sogar ein größeres Netzwerk, dann haben wir in dem blauen Overlay kein Churn mehr, weil die Knoten fallen nicht mehr aus. Diese virtuellen Knoten bestehen aus vielen Knoten und dass alle gleichzeitig in diesem virtuellen Knoten ausfallen, ist sehr unwahrscheinlich. Also es gibt immer irgendwelche Knoten im virtuellen blauen Knoten, die diese Aufgaben erfüllen können, die der blaue Knoten erfüllen muss. Okay, dann wurden vorgestellt die verschiedenen Verfahren, also zentrale Server sind immer ganz initial ein Mittel der Wahl gewesen. Da kennt der Server alle Knoten, kennt alle deren Inhalte und verweist bei Suchanfragen auf den richtigen Knoten, der dann kontaktiert werden soll.
da das natürlich anfällig ist, weil der Server sehr essentiell ist, der kann rausgenommen werden und dann funktioniert das System nicht mehr, kam Knotella auf. Das hatten wir uns dann, wurde dann vorgestellt vom Andreas. Und das verwendet das Fluten. Also das Fluten ist das einfachste Verfahren für die Suche. Man schickt einfach eine Nachricht, eine Suchanfrage los. Und sobald man eine erhält, leitet man sie an alle Nachbarn weiter, bis auf den, von dem man sie bekommen hat. Das Ganze lässt sich noch weiter optimieren. Und zwar motiviert durch diese ZIP-Verteilung. Das ist auch manchmal eine Frage, die kommt, was ist die ZIP-Verteilung? Und das beschreibt eine Popularität von Objekten. Das Wichtige ist, diese Anzahl, diese Popularität ist limitiert durch die maximale Anzahl von Elementen. Und man kann ungefähr sagen, also es gibt so einen Faktor, der da noch mit hineinspielt, dieses K. Und das S auch, genau, das K ist ja die Nummer des Objekts, das wir betrachten. Und es gibt so einen Faktor, der bestimmt, wie stark die Popularität abfällt. Und das populärste Objekt kommt vielleicht zu 1% vor und das zweitpopulärste 0,1%, also 0,6 mal 1% und das drittpopulärste 0,6 zum Quadrat mal 1% und so weiter. Also die Popularität fällt abhängig von diesem Faktor eben immer weiter ab, sodass das letztpopulärste eben also sehr, sehr unwahrscheinlich vorkommt. Naja, und der Grundgedanke ist, dass die populärsten Objekte sowohl angeboten als auch angefragt werden. Und wenn wir das wissen, dann könnten wir dieses Wissen verwenden, um eben nicht immer das gesamte Netzwerk zu fluten, sondern eben mit steigendem Time to Live und erstmal mit einem kleinen Time to Live, vielleicht von 3, unter der Annahme, dass wir eben häufiger nach populären Sachen suchen und diese auch häufiger angeboten werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Angebot in dieser kurzen Reichweite vorhanden ist, auch höher. Und falls wir es doch nicht finden, dann erweitern wir unseren Time to Live, kriegen eine größere Reichweite und suchen zwar wieder denselben Bereich nochmal durch, aber das kommt halt seltener vor, weil das eben nur für so unwahrscheinliche, unpopuläre Sachen durchgeführt wird, dass diese Suchen auch selten durchgeführt werden. Okay. Und es gibt noch Random Walks, oft mit einem K-Faktor verbunden. Das heißt, in jedem Schritt, hier vielleicht K gleich 2, also wenn ich hier also einmal das ausschicke, wird in jedem Schritt die Suchanfrage verdoppelt und man flutet nicht mehr das Netz, sondern man hat mit einem bestimmten Faktor jeweils eine Verdopplung oder Verkarfachung der Suchanfrage in jedem Knoten. Man erreicht nicht so viele Knoten, kann aber die Last, die man dadurch erzeugt, auch gut kontrollieren. Okay. Dann wurde noch genau die Rendezvous-Idee vorgestellt, mit dem einem Beispiel von Bubblestorm. Da kommen wir vielleicht noch kurz zu. Knotella hatten wir jetzt in der letzten Übung gut durchbesprochen. Es gibt diese 6 Suchanfragen, Ping-Pong, die 6 Nachrichtentypen, Ping-Pong, Query, Query-Hit und Push, um eben einen Knoten, der nicht kontaktiert werden kann, aufzufordern, selbst den Kontakt aufzubauen. Das Fluten, das funktioniert ganz gut. Man hat als Konzept immer dass die Antworten immer über die bestehende Pfade gehen, über die Suchanfrage auch reinkam oder die Ping-Anfrage, sodass man keine neuen Verbindungen aufbauen muss für so eine Antwort, sodass sie auf jeden Fall durchkommt. Okay, das habt ihr das letzte Mal gesehen. Und was recht interessant ist, das kommt auch häufiger vor, zu Bubblestorm. Also Bubblestorm hat ja das Ziel, dass die Kosten des Floodings reduziert werden, aber unter Beibehaltung der hohen Auffindungsqualität. Also jedes Objekt wird ja letztlich gefunden. Das wird erkauft, indem vorher hatten wir ja Publikationskosten von 0, also der Knoten, der etwas in Knotella publizieren will, der muss es einfach nur auf dem Rechner belassen und das war's, der hat keine Kosten. Dafür hatten wir einen Suchaufwand von O von N, weil potenziell alle Knoten kontaktiert werden müssen. Und jetzt wird aus diesem O von 1 für die Publikation und dem O von N
werden die Kosten erhöht zu O von Wurzel n. Und O von Wurzel n. Das heißt, beides, also das, die Publikationskosten werden teurer, aber die, die Suchkosten werden deutlich reduziert und in Summe lohnt sich das schon, weil eben Suchen häufiger stattfinden als Publikationen und daher über so einen Normalfall eines Overlays und des Suchmusters die Kosten dann doch eingesperrt werden. Was ich dann merken müssen für die Klausur oder für die Prüfung ist, wie Bubblestorm realisiert, dass eben eine exakte Anzahl von Nachrichten an eine exakte Anzahl von Knoten verteilt wird, indem eben in jedem Schritt zwar die Nachricht aufgeteilt wird, aber eben Buch geführt wird und ein Counter gepflegt wird, wie oft die Nachricht noch zu verteilen ist. Okay, so viel als Übersicht zu der letzten Veranstaltung. Heute gehen wir über und schauen uns an, wie kann man denn das weiter verbessern, die unstrukturierten Overlay-Netze. Und zwar hatten wir uns ja angeschaut, bisher nur flache und homogene Overlays. Also in Knotella und in Bubblestorm hatten die Knoten jeweils dieselben Aufgaben. Es gab keine Optimierung in dem Fall. Und demgegenüber, also wenn wir uns mal anschauen, wie es initial war, wenn wir diesen serverbasierten Ansatz haben, dann haben wir Publikationskosten von O von 1. Der Server muss kontaktiert werden und Suchkosten von O von 1. Beim Fluten hatten wir Publikationskosten von O von 1 und Suchkosten von O von n. Und bei Bubblestorm O von Wurzel n und O von Wurzel n. Und nun möchte man quasi dieses O von n anders angehen, aber unter Beibehaltung der niedrigen Publikationskosten. Und eine Möglichkeit, das zu realisieren, ist, indem man sich nochmal den Nachteil des Servers anschaut, beziehungsweise seinen Vorteil. Der Vorteil ist, es gibt immer einen zentralen Ansprechpartner, den man kontaktieren kann, dem man mitteilen kann, was man hat oder was man sucht. Der Nachteil war ja, dass dieser einzelne Knoten, wenn er ausgeschaltet ist, dass der Service nicht mehr verfügbar ist. Und die Frage ist, warum repliziert man den nicht einfach mehrfach und dann hätte man immer noch diese O von 1 Eigenschaften, aber dennoch die Ausfallsicherheit. Und das ist der Grundgedanke von den heterogenen, unstrukturierten Overlay-Netzen, die so beispielhaft in dieser Grafik genau das anstreben, dass man die vorab zentralisierte Sicht mit dem Server einfach repliziert. Es gibt mehrere Server, die miteinander in Kontakt stehen und wenn einer davon ausfällt, dann funktioniert das Netzwerk dann auch weiter. Genau, das ist so quasi die Motivation. Also Robustheit durch verteilte Indexierung, das, was Knotella hatte, also jeder Knoten kann ausfallen, aber die O von 1 Eigenschaft für die Publikation und für die Suche durch die Server. Und der Grundgedanke ist jetzt nicht Server einzuführen, sondern man nennt sie Supernodes, die zusätzliche Aufgaben haben. Das ist denn in der Ausführung bei den verschiedenen Overlays dann schon so, dass es entweder echte Server sind oder dann doch leistungsstarke Knoten, aber die sind jetzt erstmal als Supernodes bezeichnet. So, und deren Aufgabe ist jetzt genau das zu tun, was die Server vorher machen mussten. Also die verwalten jetzt einen Teil des Netzes, also und für diesen Teil des Netzes, für ihre Clients, die an denen dranhängen, nehmen sie die Suchanfragen entgegen und nehmen auch die Indexierungsinformationen entgegen. Also sie wissen, was deren Knoten haben und sie wissen, und sie bedienen auch ihre Suchanfragen. Wenn sie diese Suchanfragen nicht direkt auflösen können, dann kommunizieren sie in diesem viel kleineren Netzwerk der Supernodes, um eben die richtigen Kontakte zu finden. Dadurch hat man nicht so ein, man flutet nicht das gesamte Netzwerk, nicht mehr O von N, sondern nur noch O von M, wobei M die Anzahl der Supernodes ist. Das ist aber eine deutlich kleinere Anzahl, als wir vorher hatten. Und die normalen Knoten, also das ist die zweite Rolle, deshalb heterogene Overlays, das sind einfach diese kleinen Clients, die da dranhängen und die alle ihre Suchanfragen und Informationen zu, welche Daten sie anbieten, ihrem Supernode melden. Also sie haben, die normalen Peers haben ganz andere Aufgaben als die Supernodes und daher eben die Rollenunterscheidung und die Heterogenität des Overlays.
Was ist der Vorteil? Na gut, also wir gewinnen dadurch diese sehr guten Publikations- und Suchkosten, die haben wir wieder, die uns die Server gegeben haben, die serverbasierten Ansätze. Natürlich erreichen wir jetzt nicht mehr UFON 1, weil die Server müssen jetzt auch nochmal aktiv untereinander kommunizieren, aber diese Anzahl der Supernodes ist deutlich kleiner als die Gesamtanzahl der Knoten. Also wir sind schneller in der Suche und wir haben eine. Im Vergleich zu Gnutella zum Beispiel, im Vergleich zu Fluten sind wir deutlich schneller und im Vergleich zu den serverbasierten Ansätzen haben wir eine deutlich höhere Ausfallsicherheit. Weil eben jeder Knoten ausfallen kann. Es ist auch erlaubt manchmal, dass diese Clients sich nicht nur an einem Knoten dranhängen, sondern an zwei Servern, so dass sie letztlich nahtlos wechseln können. Aber auch im Worst Case, dass sie nur an einem Supernode dranhängen, würden Sie ja feststellen, der ist weg. Und es gibt vielleicht eine Liste von Supernodes, wo Sie sich neu verbinden, zu denen Sie sich neu verbinden können. Und Sie können weiter das Netzwerk nutzen. Okay, die Frage, die sich stellt, ist, wie werden denn jetzt diese Supernodes ausgewählt? Also woher kommen sie? Wie werden sie bestimmt? Da gibt es verschiedene Ansätze, die auch die verschiedenen Overlays eigentlich ausmachen. Nochmal historisch gesehen, wir haben sich die ganzen File-Sharing-Netze entwickelt. Es gab Napster und das endete mit dem Ausschalten des Servers. Das hat man schon vorab gesehen, dass das die Schwachstelle ist von Napster eben. Und hat das völlig dezentrale Gnutella aufgestellt, dass man eben nicht abschalten kann. Das existiert immer noch weiter. Man hat aber auch gesehen, dass es ineffizient ist, was eben die Suche angeht. Und das haben wir auch in der Übung gesehen, dass bei so einem Flutvorgang einfach sehr viele Knoten kontaktiert werden und zu irgendeinem Zeitpunkt das gesamte Netzwerk hauptsächlich damit beschäftigt ist, da gab es Messungen dazu, Ping- und Pong-Nachrichten zu bearbeiten, sowie die Suchanfragen zu bearbeiten und noch wenig Bandbreite überhaupt zur Verfügung stand, die Suchanfragen überhaupt zu bedienen, also die Dateien eigentlich zu übertragen. Dann kam im Gegenzug, also als Reaktion darauf, verschiedene diese heterogenen Overlays auf eDonkey und FastTrack und Gnutella 2 sind alle heterogen aufgebaut. Das heißt, sie verwenden diese Supernodes. Und es kam auch noch BitTorrent auf, das werden wir, glaube ich, in Vorlesung 7 oder 8 wird das thematisiert. Das verfolgt einen ganz anderen Weg, da gibt es keine Supernodes, sondern jedes Netzwerk, das da existiert, bietet nur, also existiert nur zu einer Datei. Es gibt keine Suche in BitTorrent. Also wenn Sie sich eine Torrent-Datei runterladen und da steht drin, zu welchem Tracker man sich verbinden soll, kennt der Tracker alle Knoten in seinem Netzwerk, aber dieses Netzwerk ist nur für diese eine Datei aufgespannt. Sie können also nicht in BitTorrent nach anderen Dateien suchen. Dazu müssen Sie Webseiten bemühen und die Informationen aus Tracker-Dateien holen. Also das geht einen ganz anderen Ansatz. So, schauen wir uns mal an, wie diese heterogenen Overlays und strukturierten Overlays arbeiten. eDonkey 2000 ist eins der bekanntesten und immer noch aktivsten Overlay-Netze dazu. War mal sehr populär, 52% des Gesamt-Internet-Traffics wurde dadurch erzeugt. In Deutschland 44% und naja, und das setzt auf, im Gegensatz zu den weiteren, die wir sehen werden, auf Server auf. Also hier sind die Super-Peers, die Super-Nodes, explizite Server, die eine andere Software laufen haben, um eben diese Super-Node-Funktionalität zu bedienen. Das heißt, da haben sich also Anbieter oder irgendwelche Personen zusammengeschlossen, sich einen Server gemietet, betrieben, diese extra Software, extra Funktionalität drauf laufen lassen und die Server wurden miteinander vernetzt. Es gab gar nicht so viele, die da aktiv waren, also vielleicht 200 Server, die alle Teilnehmenden bedient haben. Und es führte aber auch dazu, dass sich Knoten natürlich vor allem an populären Servern angemeldet haben. Weil wenn ich mich an einem populären Server mit vielen Teilnehmern anmelde, dann werden meine Suchanfragen ja schneller beantwortet. Der Server kennt ja alle die Dateien, die ich ihm anbiete.
Und wenn ich eine Suchanfrage habe und das an einen starken Server schicke mit vielen Teilnehmern, dann hat er eben eine große Übersicht. Er muss diese Suchanfrage nicht noch an die anderen Server weiterleiten und kann sie direkter beantworten. Und da gab es natürlich auch Gerichtsentscheidungen dazu, dass diese Server nicht betrieben werden sollten. Und das führte dann doch dazu, dass große Einbußen, also beziehungsweise Ausfälle in dem Netzwerk stattfanden. Das Netzwerk hat sich wieder berappelt, das war jetzt nicht so dramatisch, aber 20-30% der Knoten konnten da schon mal ausfallen. Also das Wichtige ist jedenfalls, dass bei eDonkey echte Server verwendet werden, die man auch juristisch dann verfolgen kann und dann ausschalten kann. So sah das damals aus. Dann hat man natürlich, was lädt man denn sonst runter? Knoppix und Linux-Distributionen und sowas konnte man sich herunterladen. Also man hat die Keywords eingeben können, nach denen man sucht, und noch einige weitere Anforderungen dazu stellen. Und sobald man die Suche gestartet hat, wurde einem angezeigt, welche passenden Dateien dazu gefunden wurden, wie groß sie sind und sobald man auf Download klickt, also war hinterlegt auch, von welchem Knoten das bezogen werden konnte. Okay, genau. Also Knoppix und OpenOffice und so Sachen wurden damals ausgetauscht. Okay, wie ist der Grundgedanke? Der Grundgedanke eben, es gibt diese Server. Man kann nicht alle Server ausschalten, daher wird das Ganze weiter bestehen bleiben. Die Server untereinander tauschen sich aus. Also so dass sie stets wissen, welche anderen Server es noch gibt. Und sie können auch eben diese Dateiangebote austauschen, so dass sie Suchanfragen weiterleiten können. Die einzelnen Clients verbinden sich mit einem Server, wie sie gerade wollen, und bleiben mit dem verbunden. Und all die Suchanfragen werden da eben an den Server gestellt, der bearbeitet sie und schickt dann die Antwort zurück. Der Client kann auch, wenn er möchte, zu anderen Servern Verbindungen aufbauen, aber normalerweise braucht er das nicht. Das ist mehr so für den Fall, dass den seltenen Fall, dass der Server dann doch ausfällt und er noch sich zu anderen Servern rüber retten kann. Okay. Wozu kann man es nutzen? Man kann es eigentlich nur dazu nutzen, um Suchanfragen zu stellen. Also man sucht nach Dateien, nach verschiedenen Keywords und wenn das bearbeitet wird, dann ist es gut. Wenn man das Netzwerk aber auch selbst zu häufig nutzen möchte, das heißt zu viel Last für das Netzwerk erzeugt, dann kann der Server auch so eine Art Firewall-Funktion wahrnehmen und die Suchanfragen von diesem Client stoppen, sodass auch noch sichergestellt werden kann, dass eben das Netzwerk nicht zu sehr belastet wird von einzelnen Clients. Okay, es gab noch eine Erweiterung für eDonkey und zwar gibt es ein sogenanntes CAD-Network, das werden wir in zwei Vorlesungen gleich kennenlernen, CADEMLIA, das daher rührt das her und das erlaubt, dass ein zusätzliches Overlay, in dem die Knoten dann aktiv sein können und das eine Suche nach IDs ermöglicht. Und diese IDs gehen darauf zurück, dass die Objekte, die jetzt in diesen Dateien, in diesen Netzwerken angeboten werden, die haben ja eine ganze Beschreibung. Also wir hatten gesehen, auch bei diesem Knoppix-Beispiel, es gibt hier Dateinamen, es gibt Größe, es gibt, sagen wir auch eine Menge von Keywords, die dazu noch spezifiziert werden können. Aber diese Dateien, damit sie überhaupt als mehrfach available angezeigt werden können, haben einen Unique Identifier. Dieser leitet sich ab aus dem Inhalt der Datei. Das heißt, die Datei wird gehasht und dieser Hash ist dann eben für diese Bitfolge der riesigen Datei eindeutig. Das heißt, wenn man den Hash dieser Datei hat, dann ist es eine eindeutige Repräsentation der Datei. Und wenn jetzt andere Knoten ebenfalls diese Datei haben, lassen sich eben die Hashes vergleichen und man kann sehen, heißt die Datei nur gleich? Oder ist sie auch inhaltlich gleich? Und dadurch, dass man eben einen Hash von der Datei hat, kann man durch so einen Aufsatz eines strukturierten Overlays auch explizit nach diesen Hashes suchen und dadurch mehr Knoten finden, die diese Datei anbieten, als über die reinen Server. Das ist wirklich nur eine Erweiterung, um mehr
Anbieter finden zu können. Naja, und sagen wir mal, jetzt haben wir entweder durch den Server oder über diese zusätzliche Erweiterung des strukturierten Netzwerks Anbieter für die Datei gefunden. Dann kann man direkt sich mit den angezeigten Kontakten für diese Datei verbinden und die Datei abrufen. Was auch noch angeboten wurde, sind Ratings, dass man Dateien bewertet oder kommentiert, aber das ist nicht weiter genutzt worden. Okay, also Server, also die Server tauschen untereinander die Serverlisten aus, Knoten können kommunizieren immer mit dem Server für die Suchanfrage, können zusätzlich noch so eine Extended Search an andere Server verschicken und tauschen untereinander die Dateien aus. Okay. Jetzt im Kommenden werden wir bei den verschiedenen Overlays diese ganzen Prozeduren durchgehen. Also das wirkt jetzt ein bisschen jetzt vielleicht redundant, aber bei den ganzen Overlays ist es immer interessant, was passiert, wenn ein neuer Knoten dem Netzwerk beitritt, wie wird deine Suche durchgeführt, wie wird die beantwortet, und dieses Schema wollen wir jetzt quasi in Stück für Stück immer verwenden. Das heißt, hier ist noch etwas weiter aufgeführt, was an Informationen geliefert wird, also eigentlich nur die Kontaktdaten des Servers. Diese Serverlisten sind noch verfügbar auf verschiedenen Webseiten, um eben in das Netzwerk einsteigen zu können. Also wenn sich die Software zum ersten Mal runterladen, Sie haben noch keinen Server, mit dem Sie sich verbinden, dann bezieht die Client-Software eigentlich automatisch so eine Serverliste der aktuellen Server. Das kann sich auch immer wieder ändern. Und sobald Sie einmal verbunden sind, haben Sie ja die aktuellen Serverlisten über Ihren Server bezogen. Okay, hier nochmal die Informationen zu der Datei. Wie sind die Dateien aufgebaut? Die Datei, damit sie eindeutig erkennen, identifizierbar ist, wird in Blöcke der gleichen Größe, also 9500 Kilobyte aufgeteilt, so gut es geht. Und jedes dieser Blöcke wird gehasht und es ergibt dann eben je nachdem, wie viele Blöcke Sie haben, so viele Hashes. Und diese Hashes werden auch nochmal gehasht und ergeben einen eindeutigen Identifier der Datei. Der Vorteil ist, dass Sie wirklich jede Datei eindeutig identifizieren können, unabhängig vom Dateinamen. Das heißt, eine Datei kann vielleicht Knoppix Version 1 heißen, eine Knoppix Leerzeichen Unterstrich Version 1 oder was auch immer. Und wenn sie inhaltlich dasselbe ist, dann hat sie eben auch dieselbe ID. Und der Vorteil eben dieser eindeutigen ID, die unabhängig ist vom Filenamen, ist, dass Sie diese Datei von verschiedenen Quellen aus beziehen können. Sie können auch in Parallelen die Datei beziehen und haben dadurch eine verbesserte Downloadgeschwindigkeit. Oft ist ja die Uploadgeschwindigkeit vielleicht ein Achtel der Downloadgeschwindigkeit, und das heißt, um Ihre Downloadgeschwindigkeit voll auszulasten, können Sie eben mehrere Knoten anfragen, die dann verschiedene Teile der Dateien Ihnen übertragen können. Und am Ende, wenn Sie die Datei runtergeladen haben und den Hash für diese Datei dann berechnen, können Sie feststellen, ob Sie wirklich die Datei runtergeladen haben, die Ihnen in der Suche angezeigt wurde. Ist also von Vorteil. Okay, wie sieht die Suche aus? Also die ist zweiteilig. Einmal versucht man herauszufinden, welche Datei-IDs oder Hashes passen denn zu meiner Suchanfrage. Das heißt, wir verbinden uns mit dem Server oder zu anderen Servern und suchen jetzt nach den verschiedenen Stichpunkten wie Ubuntu, Linux, aktuell vielleicht. Ja, und dann bekommen wir eine Liste von Dateien vorgeschlagen, die auf diese Keywords passen. Im zweiten Schritt suchen wir jetzt, also dann haben wir vielleicht eine Datei ausgewählt mit einem gewissen Hash, und jetzt suchen wir im zweiten Schritt Knoten, die diese Datei überhaupt anbieten. Und sobald wir dann diese dazu Knoten gefunden haben, können wir uns damit verbinden. Nochmal was zur halbwegs Statistik, also vor 5 Jahren, wir hatten einmal so eine Studie durchgeführt, gab es eben 1,2 Millionen Nutzer mit 37 Millionen Dateien. Also es war immer noch aktiv, auch in Zeiten, als Dropbox und Mega und die ganzen Streaming-Dienste schon gut aktiv waren.
Okay. Der zweite Schritt, also der erste Schritt ist ja das Suchen von Keywords nach Datei-IDs oder Hashes. Wenn wir das dann haben, können wir auch im zweiten Schritt dieses alternative Overlay, eDonkey unterstützt ja CUT, auch noch nutzen, um eben das strukturierte Netzwerk CUT zu verwenden, um jetzt Knoten zu finden, die diese Datei anbieten. Das heißt, für diese ID, für diesen Hash, den wir berechnet haben, können wir eine Suchanfrage machen. Da gibt es auf jeden Fall einen zuständigen Knoten. Und bei diesem Knoten haben sich all die Knoten angemeldet, die diese Datei bereitstellen. Okay. Achso. Bei den eDonkey-Servern sind, genau so war die Unterteilung, also bei den eDonkey-Servern sind diese Anzahl von Knoten verbunden, also 1,2 Millionen, die da aktiv in der Suche gesucht werden und gefunden werden können und 37 Millionen Dateien. Und über das CUT-Netzwerk kommen zusätzlich noch 600 bis 2 Millionen Nutzer hinzu. Das ist nicht eindeutig zu beziffern, weil es ja keine zentrale Autorität gibt in diesem nicht, also völlig dezentralen Netzwerk, das die Knoten zählt. Man kann nur schätzen, wie viele Dateien da drin sind, basierend auf den Abständen zwischen den Objekt-IDs, so dass man zwischen 200 und 600 Millionen Dateien da hat. Okay, das ist auch ganz interessant. Also wir hatten nur, um etwas mehr zu eDonkey zu erzählen, wir hatten dazu mal eine Masterarbeit, die diese Overlay- und File-Sharing-Dienste dazu verwendet hat, um herauszufinden, was für Dateien man denn lokal auf der Festplatte hat. Das Ganze hat so einen forensischen Hintergrund. Nehmen wir mal an, Sie haben da irgendwelche einen Computer beschlagnahmt und da sind irgendwelche Dateien drauf. Ja, und die haben ganz harmlose Dateinamen wie Excel Sheet 1 oder so. Ja, und nun würde man aber gern wissen, ist es wirklich ein Excel-Sheet, die man nicht lesen kann, oder ist es irgendeine Binary-Datei, die vielleicht anderen Content enthält? Und die Idee ist, dadurch, dass man die ganzen Dateien ja hashen kann, erhält man dadurch auch so einen MD4-Hash, den man bei eDonkey einspeisen kann. Und man könnte ja mal schauen, unter welchen Dateinamen taucht denn diese Datei im File-Sharing-Netzwerk auf. Und dazu hatten wir mal so einen Test durchgeführt, mit 1500 Dateien, das war in Zusammenarbeit mit so einem forensischen Unternehmen. Da waren verschiedene Image-Dateien und Musik-, Video-, also Multimedia-Dateien, verschiedene Video-, also Bildern aus verschiedenen Quellen, Filme, Dokumente waren dabei, also eine ganze Mischung aus verschiedenen Dateien. Und wir hatten mal geschaut, wie gut lassen sich die Dateien anhand der verschiedenen Quellen identifizieren. Also was, wenn wir einfach nach diesen Dateien oder Hashes oder was wir aus den Dateien ableiten können in Google suchen, wie viel davon von diesen 1500 können wir denn finden? Und da hatten wir 230 oder so gefunden, von denen ungefähr 60 unique gefunden wurden, also in anderen Netzen nicht. Und im eDonkey im Vergleich hatten wir ein bisschen mehr gefunden. Also 250 der Dateien konnten mit diesem MD4-Hash identifiziert werden. Und die anderen Netze sind eigentlich ein bisschen irrelevant, also BitTorrent und Yahoo. Und diese drei hier rechts, das sind forensische Datenbanken, wo solche Dateikennungen, Dateimuster hinterlegt sind. Das heißt, eDonkey lässt sich auch noch sehr gut dazu verwenden, um eine Fülle von Dateien wirklich wiederzufinden. Also das Angebot in eDonkey an Dateien ist sehr groß, sodass man es für sowas verwenden kann, aber allgemein, es gibt halt ein großes Angebot, es ist nicht auf einige wenige Inhalte oder Arten von Inhalten limitiert. Okay, so viel zu eDonkey. Das, was ich merken müssen, ist, eDonkey verwendet dieses heterogene Prinzip der Rollenteilung. Es gibt die Supernodes. Die Supernodes sind dafür verantwortlich, die Dateien zu indexieren, das heißt zu wissen, welcher Knoten welche Dateien hat und die Suchen zu beantworten. Das Wichtigste, es werden Server verwendet, die man die eigentlich wie eine replizierte Napster
wie ein replizierteres Napster-Netzwerk funktionieren. Das ist natürlich auch nachteilig, also eigentlich möchte man keine Server haben, eigentlich möchte man nicht, dass sie per Gerichtsbeschluss dann ausgeschaltet werden können. Und daher ist der nächste Gedanke, um diese Overlay-Art weiterzutreiben, ist die, dass die Supernodes durch Endgeräte, durch private Endgeräte ersetzt werden und man leistungsstarke Knoten verwendet, die aber keine Server sind. Und hier kommt man zu Quasar bzw. zu Fasttrack, das ist so das darunterliegende. Und es war sehr lange Zeit sehr erfolgreich und ist sehr ähnlich zu eDonkey, wie Sie gleich sehen werden, aber eben in einem Detail unterschiedlich. Das heißt, wie sieht das hier schematisch aus? Sieht eigentlich genauso aus. Wir haben hier auch Super Peers, die heißen hier Super Peers, bei meiner Supernodes, das ist eigentlich egal. Auch hier sind die Knoten, sind diese Super Peers verantwortlich für ihren, für so ein Netzwerk, bei dem die Clients wie bei Napster an ihnen dranhängen. Und auch hier müssen die Super Peers den Index pflegen, welche Knoten haben welche Dateien. Das heißt, dieser grüne Knoten hier unten verwaltet sein Teilnetz und weiß darüber Bescheid. Beantwortet Suchanfragen und tauscht sich auch mit den anderen Super Peers aus. Hier tauschen sie sich auch über diese inhaltlichen Sachen aus, also welche Knoten haben wirklich was, sodass die Suchanfragen besser, naja, nur für sehr populär. Also nochmal, also auch hier sind die Super Peers miteinander verbunden und spannen ein zweites Overlay auf, in dem geflutet werden kann. Also wir haben hier quasi einmal das Super Peer-Netz, das irgendwie miteinander verbunden ist und an jedem dieser Super Peers hängen viele Clients. Und wenn jetzt die Suchanfrage, also so ein Client kann auch an mehreren Superpeers hängen, also das könnte auch stattfinden, ist aber nicht, oft nicht so wichtig und wird nicht so genutzt. Das ist auch nur für den Fall, dass, falls der Superpeer ausfällt, der noch ein Backup hat, wo er sich anknüpfen kann. Okay, und wenn jetzt eben eine Suchanfrage gestartet wird, dann kann er sie entweder direkt beantworten oder er sendet die Suchanfrage weiter an seine Nachbarknoten im Superpeer-Netzwerk und dort wird sie dann aufgelöst und die Antwort kommt wieder zum Superpeer zurück und er kann sie dem Anfragenden weiterleiten. Hier haben wir mal so ein Beispiel. Ich hoffe mal, dass die Animation geht. Mal gucken. Ah ja. PowerPoint. Super. Ja, geht nicht. Okay, also zeige ich mal, was hier gezeigt werden sollte. Hier ist so ein blauer Knoten, der ist jetzt rot, der hat eine Suchanfrage und der ist jetzt mit diesem Superpeer verbunden, das heißt, er schickt seine Suchanfrage an seinen Superpeer, mit anderen kommuniziert er im Normalfall nicht. Die großen roten Punkte, das sind die Superpeers, die sind miteinander verbunden, die bilden ein zufälliges Netzwerk wie ein Knotella und in diesem zufälligen Netzwerk wird jetzt die Suchanfrage geflutet und findet ihren Weg zu diesem grünen Knoten, der da ist, der die Datei hat, über verschiedene Wege. Und nun wird auch wie in Knotella die Antwort über diesen Pfad der Superpeers weitergeleitet. Also es ist in der Funktionalität wirklich sehr ähnlich im Superpeer-Netzwerk wie in Knotella. Und der anfragende Knoten erfährt jetzt, dass sein Kontaktknoten hier bei B ist. Und er kann jetzt versuchen, sich direkt mit B zu verbinden, um die Datei eben zu übertragen. Das, was wir sehen, ist, dass letztlich diese zwei Ebenen eingeführt sind. Wir haben ein Fluten im Superpeer-Netzwerk, wir haben ein direktes Kommunizieren in diesen Teilnetzwerken und der Flutaufwand ist deutlich reduziert. Das, was man aber auch sieht, ist, dass die roten Knoten natürlich jetzt sehr stark belastet sind. Also sie müssen jetzt ja für die anderen Knoten die Aufgaben erfüllen. Daher müssen sie sehr stark sein, sie müssen sehr gut angebunden sein, sehr viel Bandbreite haben, sehr viel Speicher haben, um auch die Indexierungsinformationen zu speichern, um all diese Verbindungen sich zu merken und müssen eben
und müssen auch langlebig sein. Es müssen idealerweise Knoten sein, die lange im Netzwerk verbleiben, weil sonst haben wir ja zu viel Fluktuation im Superpeer-Netzwerk und das ist nicht günstig. Ich komme dazu gleich noch. So, okay, nee. Moment, jetzt wollte ich eigentlich dazu erzählen, wie werden die Knoten ausgewählt? Okay, na gut. Also, das hatten wir dann, glaube ich, auf eine spätere Vorlesung verschoben, aber ich nehme das mal vorweg. Ja? Theoretisch schließen sich das auf einfach aus, wenn ich mich zu allen Superknoten verbinde, hätte ich ja die beste Anwendung. Verhindert man irgendwie, dass alle das machen? Also, man könnte sich theoretisch, also in der Theorie, könnte man sich zu allen Superpeers verbinden. Der Punkt ist, dass man nicht alle Superpeers kennt. Also die Superpeers kommunizieren zwar untereinander, kommunizieren ihre Superpeer-Informationen und Kontaktinformationen, aber diese normalen Clients erfahren davon nichts. Also die haben sich initial mit einem Superpeer verbunden und der gibt ihnen die Information nicht weiter, wie viele andere Superpeers es gibt. Er kennt sie auch nicht. Also er kennt vielleicht seine Nachbarn, sodass er die vielleicht bekannt geben kann, aber ja, theoretisch können Sie sich Ihren Client so programmieren, dass er nach und nach versucht, andere Superpeers kennenzulernen, sich mit denen allen zu verbinden. Aber ob Sie dadurch mehr gewinnen, weiß ich nicht. Weil letztlich haben Sie dadurch auch einen erhöhten Aufwand und Ihre Suchanfragen werden zwar schneller beantwortet, aber auch so haben Sie nur wenige Hops für das Auflösen der Suchanfrage, wenn Sie ganz regulär das Netzwerk nutzen würden. Okay. So, wie wird jetzt der Knoten ausgewählt? Ich reiße das nur kurz an, weil wir dazu dann noch ausgiebig mehr haben werden. Sie brauchen eigentlich folgende Informationen. Sie müssen einmal beobachten, wie viel Bandbreite hat der Knoten, sodass Sie möglichst einen erwischen, der viel zur Verfügung hat. Das kann man ja über die Zeit messen. Und Sie müssen auch noch beobachten, dass der Mux langlebig ist. Und da gibt es Zusammenhänge. Das heißt, wenn ein Knoten lange schon online war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in den nächsten 1-2 Stunden offline geht, deutlich, deutlich niedriger, als wenn er eben gerade online kam. Das heißt, wenn das die Zeit ist, die er schon online war, ist das die Wahrscheinlichkeit, dass er in der nächsten 1 Stunde offline geht. Die geht dann immer weiter runter. Das heißt, wenn Sie gerade einen frischen Knoten haben, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass er eben nur kurz online war. Und das kann man eben beobachten, wie lange der online war. Man kann auch messen, wie viel Bandbreite er hat. Und sobald er manche Schwellenwerte da überschritten hat, wird er dann selbst zum Superpeer. Und dann wird der Knoten A vielleicht auch ein Superpeer und bietet sich an, wird von anderen Superpeers dann bekannt gemacht und neue Knoten können sich bei ihm anbinden. Und so kann das Netzwerk organisch weiter wachsen. Es werden immer mal wieder manche von diesen Clients, von diesen normalen Nodes, selber Supernodes und dadurch kann jeder Supernode ausfallen. Es kommen immer wieder neue hinzu und das Ganze ist viel dynamischer. Okay, was wollte ich hiermit sagen? Ich glaube, hier sollte die Aussage sein, dass vorab, vor allem mit Nutella, war die Eigenschaft so, dass man immer erstmal eine Datei komplett runterladen musste, bevor man sie anbietet. Mittlerweile mit Kazaa und mit eDonkey und dadurch, dass man eben eingeführt hat, dass es Hashes zu den Dateien gibt, dass man die eindeutig identifizieren kann und dass man zu der eindeutig identifizierten Dateikennung mehrere Anbieter finden kann, wurde es auch möglich, dass man die Dateien im Parallel runterlädt. Das heißt, wenn ich einmal so eine Dateikennung kenne und ich kenne dazu 5 Anbieter, da kann ich jetzt 5-mal parallel anbieten und sobald ich einen Teil schon bezogen habe, kann ich auch selbst zum Anbieter werden. Das heißt, ich muss nicht abwarten, bis ich die komplette Datei beziehe, sondern kann schon mittendrin anfangen, meinen Teil weiterzugeben.
Okay, nehmen wir mal an, Sie sind jetzt die Musikindustrie. Sie haben Napster erfolgreich ausgeschaltet. Und dann kommt Kazaa und Knutella. Und Sie können das nicht mehr ausschalten. Wie würden Sie dann vorgehen, um das zu unterbinden? Oder um zu verhindern, dass Ihre Dateien runtergeladen werden, Ihre Multimedia-Dateien, Filme, Musik? Sie können das Netzwerk also nicht mehr ausschalten. Ja? Ja. Ja. Also, ja, als den initialen Verbindungspunkt brauchen Sie ja schon. Und da kann man schon einen Server haben, der, bei dem Sie Superpeers melden, nur mit Ihrer Präsenz und der eine Liste von aktuellen Superpeers pflegt und Teile davon verteilen kann. Aber da gab es schon große Diskussionen dazu, weil das ist ja urheberrechtlich nicht problematisch. Also es sind ja nur IP-Adressen. Und genau mit derselben Motivation wurde später dann, werden wir bei BitTorrent auch nochmal aufgreifen, ja auch Pirate Bay angegriffen, dass sie angeblich urheberrechtlichen relevante Dateien austauschen, aber sie hatten nur Torrent-Dateien ausgetauscht, die auch inhaltlich keine Urheberrechtsverletzung darstellen, aber dennoch wurden sie dann verurteilt. Also, naja, Kontaktinformationen sind aber noch harmlos. Also, meist gibt es wirklich irgendwie eine Möglichkeit, so eine aktuelle Liste zu beziehen. Bei eDonkey war es damals so, dass diese Listen auf irgendwelchen Webseiten verfügbar waren. Da konnte man sich eine neue Liste runterladen. Oft war in der alten Liste waren immer noch aktuelle Knoten online und es hat gut funktioniert. So, Sie sind jetzt aber immer noch die Musikindustrie und Sie können nicht ausschalten, Sie können das Netzwerk nicht ausschalten. Sie können nicht verhindern, dass die Knoten dass die Kunden oder die Nutzer nach Dateien suchen und Angebote bekommen und sich das runterladen. Ja, ja, genau, wir können es mit falschen Daten fluten und das Ganze damit madig machen. Und das haben Sie auch gemacht. Die hatten so sehr das Netzwerk geflutet mit falschen Daten, mit weißem Rauschen, mit irgendwelchen korrupten Dateien, dass die Wahrscheinlichkeit für gute, populäre Dateien nur so bei 10% lag. Das heißt, die populären Anfragen, die häufigen Anfragen eben auf Ergebnisse stießen, die nicht zufriedenstellend waren und dann hatten die Knoten, die Teilnehmer irgendwann keine Lust mehr, da weiter zu suchen, weil sie ja bisher nur schlechte Ergebnisse hatten. Und das ist eigentlich immer ein Problem für solche kleinen Dateien. Also wenn Sie keinen Feedback-Mechanismus haben, keinen Reputationsmechanismus, das ist nicht so gut. Also das ist dann immer ein Problem, dass man das Netzwerk so polluten oder beschmutzen kann. Außerdem, also für kleine Dateien war das Problem. Für große Dateien hatte man eher das Problem, dass es zu wenige Anbieter gab. Sobald ein Knoten die Datei runtergeladen hat, ist er offline gegangen. Und dadurch wurde die Datei nicht mehr weiter verbreitet. Also es gab keinen Anreizmechanismus, die Knoten noch weiter im Netzwerk zu behalten, damit sie die Datei dann weiter anbieten. Gab also Nachteile. Und diese Nachteile, das werden wir sehen, wurden dann von BitTorrent aufgegriffen. Deshalb ist es immer noch so aktiv, weil gerade für Großdateien werden wir sehen, gibt es große Anreize, das noch weiter zu verteilen oder online zu bleiben. Okay, schauen wir uns nochmal die Zeiten an. Also das ist, jetzt hätte ich hier mal die Farben, Moment, eigentlich müsste es hier sein, weil eigentlich müsste da die Bezeichnung dastehen. Naja, schauen wir uns das mal zeitlich an. Also die ganzen Fallsharing-Dienste wie Kazaa, LimeWire und eben Yule, das sind diese grün, blau und rot. Die sind ziemlich abgeflacht und das gelbe ist BitTorrent, das ist immer noch sehr aktiv. Also weil es ist sehr darauf ausgerichtet und optimiert, um große Dateien möglichst effizient und kostengünstig zu verteilen. Und es wird immer noch benutzt, um
offiziell Linux-Distributions verteilen, um World of Warcraft-Updates zu verteilen, um alle möglichen Updates, große Updates zu verteilen, weil man die Bandbreite der Nutzer dann mitnutzt. Die anderen, diese ganzen Such-Overlays wie Kazaa, LimeWire und eMule oder eDonkey sind nicht mehr so ganz präsent. Das Ganze hat sich mehr verschoben. Also aktuell finden die Suchen dann doch über Streaming-Sites oder Cloud Storage, also das Angebot darüber statt. Okay, nochmal eine Geschichte dazu. Also wo wurde das unstrukturierte heterogene Overlay-Netzwerk noch eingesetzt? Und zwar bei Skype. Skype baut auch auf diese Super-Peer-Technologie von Kazaa auf. Ist eigentlich genauso verwendet. Und ist, glaube ich, mittlerweile bei 400 Millionen Teilnehmern. Sie wissen, wie das funktioniert, wozu das genutzt wird. Und vom Grundgedanken war es halt genau so, dass sie so ein Superpeer-Netzwerk haben, dass die Teilnehmer zu Supernodes werden können. Und dass, wenn sie sich anmelden, also dazu gab es einen externen Skype-Login-Server, sodass sie teilnehmen können. Und sobald sie dann quasi im Netz sind, haben Sie eine Liste von Ihren Buddies oder Freunden oder Kontakten und danach werden jetzt Suchen durchgeführt. Und diese Suchauflösung, also vor 2001, bevor das jetzt von Microsoft gekauft wurde und umgestellt wurde auf Server, davor, also als die Peer-to-Peer-Zeit noch verwendet wurde, wurden diese Suchen genauso durchgeführt, als hätte man Dateien gesucht. Man hat quasi seinen Supernode gefragt: Kennst du diesen? Ist er online? Er hat dann den Status geprüft, wenn er das wusste. Wenn nicht, hat er die Suchanfrage weitergeleitet. Und bis eben der Kontaktzustand, der Online-Zustand der Kontakte abgerufen war und deren Kontaktinformationen, und sobald man es dann verbinden wollte, konnte man sich entweder direkt verbinden oder, falls das nicht ging, dann über die Supernodes als Relay, als Weiterleitung, als Zwischenknoten konnte die Verbindung aufgebaut werden. Und auch hier, genauso wie bei den anderen, das Erfolgsmodell, sobald man eine große Community hat, also hier bei Skype 30 Millionen Anrufe zur gleichen Zeit und ich glaube 400 Millionen Teilnehmern, sobald man groß genug ist, wurde man dann aufgekauft und für die Skype-Gründer war das erfolgreich. Vorher hatte Skype ja nicht wirklich so einen riesen Gewinn gemacht, also die hatten zwar Skype out, so dass man auch ins echte Telefonnetz telefonieren konnte. Aber sonst gab es nicht wirklich eine große Einnahmequelle für Skype. Das heißt, die Community erzeugt dann immer den Wert bei Peer-to-Peer-Netzen. Okay. Gut, das ist, glaube ich, ja, ich glaube, das ist immer noch dasselbe Beispiel. Ich glaube, das ist recht gut verstanden mittlerweile. Also hier wäre das Beispiel, welche Knoten werden kontaktiert, wenn der Knoten 1 nach Dateien sucht, die vom Knoten 2 und 8 gespeichert werden. Ist immer noch ganz gut, das mal durchzuspielen. Also er kontaktiert sein Superpeer, der Superpeer schaut nach, kenne ich denn Knoten, die diese Keywords haben, kenne ich nicht, also flute ich das Netzwerk, schicke es an Knoten 5 und 2 und hier geht die Flutung weiter. Und die prüfen jeweils, ob sie passende Knoten haben. Jetzt für die Rückrichtung. Also die haben jetzt den Knoten gefunden. Sie wissen, sie haben den Knoten 2, den sie melden müssen. Sie haben den Knoten 8, den sie melden müssen. Und für die Rückrichtung geht dann die Antwort genauso über denselben Weg zurück. Zu dem anfragenden Knoten, kommt beim Superpeer an. Und dieser teilt den Knoten 1 dann mit, dass passende Knoten gefunden wurden und jetzt eine Verbindung aufgebaut werden kann. Ich glaube, das ist jetzt schon mehrfach besprochen worden. Okay. Welche? Ah ja, okay. Ja, ist eine gute Frage, ja. Weil, naja, oder
Also, es gibt da zwei Antworten. Also, die erste Antwort ist, dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass sie sich verbinden können. Und dann müsste der Knoten 3 eine Verbindung zum Knoten 1 aufbauen und darauf warten, dass dieser TCP-Handshake durchgeführt wird. Und vielleicht schlägt er fehl, dann müsste er doch die Alternativroute wählen. Die zweite Antwort ist, dass, wenn die Verbindung hier schon offen ist, es ihm nur eine Nachricht kostet, das zu melden, seine Antwort zu melden, dann hat er es erledigt. Wenn er die TCP-Verbindung aufbauen müsste, dann müsste man, ja gut, die Kontaktdaten noch kommunizieren, aber auch hätte man mehr Nachrichten und ein bisschen mehr Wartezeit. Also der Dreier hat die Antwort dann schneller aberledigt, als wenn er selbst nochmal eine neue Verbindung aufbaut. Ja, genau. Okay. Ja. Nee, das ist nur so ein Zug. Also, nee, die Server sagen nicht, ich bin online, ich bin da, sondern der prüft, ob man sich an das Netzwerk anschließen darf. Und vielleicht mit welcher Kennung. Aber der verzeichnet jetzt nicht, welche Knoten sind online, sondern der gibt nur so eine Art Tickets aus, ihr dürft teilnehmen, das ist eure zertifizierte Kennung und. Genau, weil sonst wäre er wirklich in der Macht, in der Lage, alles selber zu entscheiden und zu koordinieren. Aber das möchte man nicht. Okay. So. Ups. Okay. Was hatten wir jetzt? Also wir hatten die unstrukturierten Overlays, wir hatten Nutella kennengelernt. Vergessen Sie da nicht die Nachrichtentypen, dass es flutet. Wir hatten Bubblestorm kennengelernt mit dem Rendezvous-Ansatz. Und Bubblecast, da ist wichtig eben, dass man weiß, wie die exakte Anzahl von Knoten wirklich kontaktiert wird. Und wir hatten diese Erweiterung mit den Superpeers, die letztlich dazu führen, dass man das Netzwerk, in dem man flutet, deutlich verkleinert und jeder dieser Teilnehmer in diesem Netzwerk selber als Server fungiert für weitere Clients. Viel mehr Optimierungsmöglichkeiten wurden jetzt in der Wissenschaft nicht vorgestellt, also vielleicht gibt es da ja noch was, aber von der Einfachheit her sind die alle ganz, ganz überschaubar und das funktioniert ganz gut. Der nächste Ansatz, da systematisch eine Verbesserung einzuführen, ist eben, indem man diese Struktur einführt, indem man Zuständigkeiten einführt, indem man die Knoten stark, also indem man die Objekte auf Knoten abbildet und man nur noch nicht mehr das Problem lösen muss, zu suchen, wo überhaupt ein Objekt sein kann, dass man alle Knoten ablaufen muss, sondern man nur den effizienten Weg zu einem zuständigen Knoten für eine bestimmte ID finden muss, also das Routing. Und damit kennen sich die Netzwerkleute gut aus, effiziente Routing-Verfahren lassen sich gut gestalten. Schauen wir uns also an, wie diese Klasse der strukturierten Overlays funktioniert, was da die Grundgedanken sind und auch, was sich da verallgemeinern lässt. Also eben das, was ich hier nochmal gesagt habe. Das Wichtigste ist, dass sowohl jetzt Peers als auch Objekte Identifier haben. Diese Objekte, das können jetzt Dateien sein. Es gibt auch Overlays, die an diese IDs Aufgaben knüpfen. Das heißt, es gibt vielleicht doch eine Zusatzaufgabe und der Knoten, mit der zuständig ist für die ID XY, muss sie wahrnehmen. So wird sichergestellt, dass es immer einen Knoten gibt, der das macht, der das auch weiß. Und das funktioniert. Also das Wichtige ist, wir haben Identifier, die sind im selben Zahlenraum und jeder Knoten ist zuständig für einen Range dieser Objekt-IDs. Also jedes Objekt muss einen zuständigen Knoten haben. Okay, um diese Zuständigkeit auch, diese Zuordnung, das Wissen zu der Zuordnung, das ist dann verteilt. Also es gibt keinen Knoten, der all die Zuordnungen kennt. Jeder Knoten kennt nur vielleicht seine Zuordnung und ein bisschen darüber hinaus. Aber es gibt keinen Knoten, der eben alle Zuordnungen kennt. Wir müssen also nicht mehr suchen, sondern wir müssen versuchen, dieses Routing zum zuständigen Knoten zu realisieren. Und das ist eben dieses Lookup, finde eine Route oder leite eine Nachricht zu dem Knoten, zu der eine
zuständig ist für eine gewisse ID. Sobald man den gefunden hat, kann man den immer noch bitten, also schickt man dem entweder eine Datei zur Speicherung oder man ruft die Datei ab oder man kommuniziert aus irgendwelchen anderen Gründen mit ihm. Okay, das mal zu visualisieren. Welche Funktionen muss so ein strukturiertes Overlay haben? Zum einen müssen die Knoten prüfen können, ob ein Schlüssel, also, so ein, also diese ID oder Identifier, ID oder Key, das ist hier alles synonym verwendet. Ja, also hier steht es für Key, aber das ist auch synonym zu der ID. Das heißt, ein Knoten ist zuständig für einen gewissen Bereich im ID-Raum und der muss prüfen können, wenn ihm eine ID gegeben wird, ein Key, bin ich dafür zuständig oder nicht. Klingt sinnvoll. Wenn ich das weiß, dann wollen wir als nächstes eine Möglichkeit haben, dass eine gewisse Nachricht, also egal was, an den Zuständigen für einen Schlüssel, für so ein ID zugestellt wird. Das heißt, wenn der Knoten hier ist und er kennt irgendwelche anderen Knoten, dann muss diese Funktionalität dafür sorgen, dass die Nachricht M zugestellt wird an den Knoten, der für den Schlüssel K zuständig ist. Hier gibt es noch diese kleine Erweiterung Hint. Das ist ein Kontakt, Notehandle-Kontakt, damit man sagen kann, der erste Hop, wohin, zu dem diese Nachricht geschickt werden soll, in dem Routing soll eben dieser Knoten Hint sein. Das hat den Sinn, wenn ich schon deinen Kontaktdaten kenne, dann muss ich nicht jedes Mal die Route danach suchen, sondern ich kann einfach sagen, das soll der erste Hop sein und ab da soll es losgehen und dann ist es eventuell schon der richtige. Was irgendwie, also das Funktionen 3 und 4 sind ein bisschen redundant, beziehungsweise teilen diese Routing-Funktion auf. Also Funktion Nummer 3 sagt, gib mir bitte den Kontakt, der zuständig ist für den Knoten K. Und der erste Hop soll eventuell der Knoten Hint sein. Dadurch erfahren wir, wer dafür zuständig ist und im zweiten Schritt können wir dann sende eine Nachricht an den Knoten Q. Also das sind einfach die runtergebrochen die Funktionalitäten, die so ein strukturiertes Overlay uns bieten soll. Das heißt, erstmal müssen wir prüfen können, bin ich zuständig für einen gewissen Schlüssel und herauszufinden, also entweder in dieser Funktion 3, wer ist denn zuständig für einen anderen Schlüssel K und ihm eine Nachricht senden oder dass wir direkt mit unserer Suchanfrage oder mit dieser Suche die Nachricht schon zustellen. Okay, das ist also die Funktionalität und diese Funktionalität kann man recht unterschiedlich umsetzen, wie wir sehen werden. Hier nochmal so eine Darstellung, damit man es nochmal schön sieht. Es gibt die Knoten, die haben das ist der ID-Raum der Runde und dieser Knoten, der graue Knoten, ist eben für einen Teil des ID-Raums zuständig und alle IDs, die da drin liegen, für die ist er verantwortlich. Okay, das ist das strukturierte Overlay. Jetzt gibt es nämlich von der Begrifflichkeit her einmal die Overlays. Das ist all das, was mit Nachrichtenzustellung zu tun hat. Und es gibt die Distributed Hash Tables. Das hat noch mit Daten zu tun. Also vorher hatten wir, also das ist vielleicht eine Spitzfindigkeit, manchmal wird auch nicht so sehr da unterschieden, aber in der Literatur, wenn Sie mal da einen Unterschied suchen wollen zwischen strukturierten Overlay, das betrachtet die Zuständigkeiten für Objekte und die Zustellung von Nachrichten und verteilte Hash-Tabellen, das betrachtet Daten. Also die Aufgaben einer verteilten Hash-Tabelle ist es, dass man anbietet, Dateien abzulegen unter einem gewissen Schlüssel und Daten von einem bestimmten Schlüssel abzuholen. Also es ist mehr datenzentriert, nur damit die Begrifflichkeit eingeführt ist. All dieses Datenzentrierte wird noch später aufgebohrt, erweitert um Replikation, sichere Kommunikation, Zugriffskontrolle. Also, aber im ersten Schritt betrachten wir dann nur die Datenzentriertheit. Okay, wie erfolgt also dann der Prozess, also der Suche und wenn wir jetzt diese Funktionalitäten haben, wie gehen wir da vor? Das Vorgehen ist, wenn jetzt ein Knoten das eine Datei anbieten möchte, führt er einmal eine
Lookup aus und hinterlegt und findet eben heraus, welcher Knoten ist für die ID der Datei, die er anbieten möchte, zuständig. Das ist irgendeine Datei, die hat eine gewisse ID und für diese ID ist der Knoten B zuständig. Und nun hinterlegt er bei diesem Knoten den Link, also die Information, die Datei liegt bei mir, bei Knoten A. Gehen wir erstmal davon aus. So, damit ist seine Aufgabe erledigt. Die Datei ist jetzt nicht bei Knoten B gelandet, in diesem Fall, sondern nur die Information, wo die Datei liegt. Wenn jetzt der zweite Knoten C kommt und er sucht die Datei, dann sucht er sie eben nicht, sondern er muss kennen, wie die ID der Datei ist. Und dann führt er selber ein Lookup durch. Die Nachricht, die Suchanfrage kommt beim Knoten B an und der Knoten C erfährt, wo die Datei liegt und kann diese Information beziehen und danach eben das Objekt beziehen. Es gibt jetzt noch die Unterscheidung, das nehme ich auch schon mal vorweg, ob jetzt ein Link hinterlegt wird oder die Datei selbst. Das liegt ja letztlich an Knoten A, was er dazu gern möchte. Der Knoten A kann entscheiden, ich hinterlege da einen Link, also einfach nur die Information, wo die Datei ist, oder ich hinterlege die Datei selbst. Das ist nicht spezifiziert, also man hinterlegt nur Informationen oder ein Datenobjekt, ob es jetzt ein Link ist oder eine Datei selbst. Ist egal. Ups. Okay, und der große Vorteil von diesem strukturierten Overlays ist, dass man an Publikationskosten und Suchkosten beides im Bereich O, also O von log n hat. Das heißt, hatten wir noch beim Flooding, sagen wir haben 1000 Knoten, dann müssen wir im Worst Case 1000 Knoten durchsuchen, haben wir mit so einem strukturierten Ansatz vielleicht nur 3 Hops. Das ist log von 1000 zur Basis 3. Da haben wir nur 3 Hops, zur Basis 10. Da haben wir nur 3 Hops und auch sowohl für das Publizieren nur 3 Hops, als auch für die Suche nur 3 Hops. Und das ist eigentlich sehr, sehr günstig. Und auch der Node State, also wie viele Kontakte muss ich aufrechterhalten, ist log n. Das heißt auch bei diesem 1000er Beispiel, also wir haben 1000 Knoten, dann reichen 3 Kontakte, 3 gut gewählte Kontakte aus, um dieses Login zu erreichen. Und das ist schon sehr günstig. Im Vergleich zu dem Flooding, auch zu den Supernodes, im Vergleich, auch zum Vergleich zu dem Bubblestorm. Das ist halt der große Vorteil von diesen strukturierten Ansätzen. Okay. So, bevor wir die einzelnen Overlays uns nochmal anschauen, haben wir noch einige Aussagen zu den Hash-Funktionen. Also was bietet eine Hash-Funktion und warum ist es eine verteilte Hash-Funktion? Ja? Okay. Ich frage mich, ich habe vorhin gesehen, ich kenne die ID und ich weiß nicht, jeder ID, der da zuständig ist. Nee, Moment, Sie müssen ja den Blick eines einzelnen Knotens einnehmen. Also wer, also wie viel weiß ein Knoten? Ein Knoten kennt seinen eigenen ID-Bereich. Und der hat vielleicht 3 Nachbarn. Und der kennt deren IDs, aber die anderen Knoten kennt er natürlich nicht. Und dennoch muss er halt den richtigen Weg zum Ziel finden. Und der Trick für dieses Login wird darin bestehen, also hier mal bei diesem Kreisrunden dargestellt ist, sagen wir mal, Sie wollen hier zu 3400, egal, dass Sie mit jedem Schritt, den Sie nehmen, die Distanz zu dem Ziel halbieren. Und wenn Sie die Distanz jedes Mal halbieren, dann brauchen Sie eben Login-Schritte nur, um zum Ziel zu kommen. Aber wir werden das bei den verschiedenen Overlays dann sehen. So, einmal noch zu dem Punkt, warum heißt es Distributed Hash Table? Was ist denn da, was ist denn überhaupt ein Hash Table? Und zu den Hashes, wir bauen jetzt quasi das auf, also was ist eine Hash-Funktion, was ist ein Hash Table? Und was ist eine Distributed Hash Table? Eine Hash-Funktion nimmt von einem beliebig großen Eingabewert, nimmt einen beliebig großen Eingabewert an, also nehmen wir mal ganze Zahlen, also n Stern, und bildet auf eine feste, kleinere Menge ab, vielleicht 160 Bits. Und die Eingabemenge kann eben beliebig groß sein. Das Ziel ist für diese Hash-Funktion, dass diese Abbildung so stattfindet, dass möglichst wenig Kollisionen entstehen. Natürlich
entstehen Kollisionen, wenn man mehr als n hoch, also 260 Eingaben vornimmt. Aber für eine normale Anzahl, für eine kleine Anzahl, für eine menschlich, also für eine Anzahl im menschlichen Kontext, in normalen Dimensionen, soll es keine Kollision geben. Also zwei Eingaben, A und B, sollen mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit auf dieselbe, auf denselben Wert mappen. Und der zweite Punkt, den das erfüllen muss, ist, dass die Rückrichtung auch nicht vorgenommen werden kann. Also wir können nicht berechnen, wenn wir ein X haben als Hash, was die Eingabemenge war. Okay, und diese, und wenn das eben eine Hash-Funktion ist, also eine Abbildung von einer großen Menge auf eine kleine Menge, auf fester Größe und ist möglichst kollisionsfrei, dann ist der nächste Schritt, dass wir eine Hash-Funktion haben, das ist eben, eine Tabelle haben wir, die es uns ermöglicht, sehr schnell einen Datenabruf zu vollziehen. Das heißt, wir haben Datenstruktur mit verschiedenen Bereichen und wenn wir jetzt eine Eintragung vornehmen, hier zum Beispiel hierhin, dann können wir sehr schnell diese Eintragung in unserem Daten, in unser Hash-Table wiederfinden. Die Idee ist, wenn Sie zu irgendeinem Key ein Value speichern, wird der Key gehasht und an die passende Stelle im Speicher geschrieben. Das heißt, Sie müssen sich die vorigen Speicherstände gar nicht anschauen, sondern Sie können direkt reinspringen, weil Sie die Adresse lokal direkt benennen können. Das heißt, die Eintragungszeit beträgt O von 1 und wenn Sie das abrufen wollen, den Schlüssel kennen, schauen Sie auch nur an der richtigen Stelle nach. Sie müssen nicht suchen in Ihrer lokalen Datenstruktur und finden sofort den Eintrag, der an diese Stelle gemacht wurde. Ja? Und ja, und das ist schon mal ganz, ganz vorteilhaft, weil wir eben mit lokalen Datenstrukturen eben sehr schnell diesen Abruf realisieren können. Das heißt wirklich, solange man eben vom lokalen Gerät ausgeht, wo so ein Hash-Table lokal vorliegt, Sie berechnen den Hash, es gibt Ihnen die Adresse, Sie können Ihrem Arbeitsspeicher unter dieser Adresse ganz grob gesprochen nachschauen und Sie haben sofort den Eintrag. Und Sie wissen, okay, ja gut, das nochmal zu der Hash- und der Eindeutigkeit-Kollision. So, und wenn wir das jetzt verteilen wollen, dann wollen wir quasi diese guten Eigenschaften mit rübernehmen. Wir wollen diese guten Eigenschaften der O von 1 oder der sehr schnellen Suche und Auffinden des Objekts übernehmen und versuchen, das zu verteilen. Und die Idee ist, dass man diese Hash-Tabelle, die man vorher hatte, die man lokal durchführen konnte, man konnte für den Key den Hash berechnen oder hat es so genommen und an der Stelle den Wert gehabt, dieses versucht man nun jetzt aufzuteilen. Das heißt, dieser Teil wird auf Knoten A verteilt, gespeichert, dieser auf Knoten B. Und so können wir immer noch diese guten Vorteile der Hash-Tabelle nutzen, der schnellen Datenidentifikation und Abrufs, aber dennoch das Ganze verteilt gestalten. Was können wir damit machen? Wir können Dateien einspeisen, wir können Daten, also diesen Eintragungsort finden, um was einzutragen, um was zu löschen, schnell darauf zuzugreifen und eben als Datenspeicher mit diesem Key-Value-Prinzip nutzen. Das Ganze ist von fixer Größe, das heißt, wir können unseren Speicher nicht erweitern, unseren Key-Value-Speicher, aber das ist okay. Okay, hier nochmal als Beispiel, wie diese Hash-Tabelle genutzt wird. Nehmen wir an, wir wollen ein Objekt speichern und unsere Hash-Funktion dazu sieht aus, dass wir einfach den Wert mit mod 10 berechnen. Jetzt sollen wir verschiedene Werte eintragen, und zwar unter dem Wert 0. Dazu berechnen wir erstmal den Hash. Das ergibt uns als Ergebnis auch den Schlüssel 0, unter dem wir den dann speichern können. Also hier können wir den Wert 0 speichern. Für die 1 ergibt sich der Wert auch 1, das ist ja als Mod 10. Für die 9, 4 und die 9 auch diese Werte.
Und wenn jetzt andere Zahlen kommen, also wir können ja aus einem beliebig großen Zahlenraum abbilden auf unseren Hash-Bereich, ergibt sich für die 6 der Wert 6 und für die 25 der Wert 25. Also hier haben wir eine ganz simple Hash-Funktion. Das Ziel ist ja nur, dass man von einer beliebig großen Menge abbildet, auf in diesem Fall eine Menge von 10 möglichen Hash-Werten. So, und wenn wir jetzt, egal wie groß der Mengenbereich ist, auf den wir abbilden, wir können immer mit einer einfachen Funktion in O von 1 berechnen, wie der dazugehörige Hash-Wert-Eintrag, wo der lokalisiert ist, und den schnell finden und in O von 1 darauf zugreifen. In diesem Beispiel gibt es natürlich leichte Kollisionen, also die Hash-Funktion ist schlecht. In diesem Beispiel ist es auch so, dass wir in diesem Beispiel, also wenn wir jetzt so eine Hash-Tabelle verwenden würden, also das ist quasi die Weiterführung, wenn wir so eine Hash-Tabelle haben, ja, 0 bis 10, und wir versuchen, dieses auf verschiedene Knoten A, B, C, D und so weiter zu verteilen, dann ist die Frage, wie sollte da eine gute Zuordnung aussehen? In diesem Beispiel, das ist ein schlechtes Beispiel, haben wir 10 Knoten und die Zuordnung der Knoten, also die Zuständigkeit, ist so definiert worden, wir haben jetzt 6 Knoten gehabt und der Knoten 0 ist zuständig für diesen Bereich des ID-Spaces, der hier für diesen Bereich, der hier vielleicht nur für diesen Bereich, und es ist jedenfalls eine limitierte Menge von Zuständigkeiten da. Das heißt, wir haben keine gute Abbildung bekommen, diese Aufteilung der Hash-Tabelle auf die verschiedenen Knoten, und es geht ja auch noch weiter, wenn wir mehr Knoten bekommen, als wir Hash-Tabellen eintragen, Einträge haben, oder wenn neue Knoten eben hinzukommen, dann müssten wir unsere Hash-Tabelle immer wieder anpassen. Ist also nicht ein gutes Beispiel. Ein gutes Beispiel ist, wenn wir einen Datenspeicher hätten, so eine verteilte, so eine Hash-Tabelle, die sehr groß ist, sodass wir deutlich weniger Knoten in unserer Lebenszeit da haben werden. Also die meisten Hash-Tabellen, verteilten Hash-Tabellen umfassen 2 hoch 160 Einträge oder 2 hoch 128 Einträge. Und was die ganzen Distributed Hash Tables auch haben, ist, dass sie nicht für einzelne Buckets, so Hash Buckets zuständig sind, sondern für Bereiche. Also es ist günstiger, wenn ein Knoten eben für einen Bereich zuständig ist, sodass der gesamte Hash Table Bereich zugeordnet ist und diese auch ausreichend groß ist, um weitere Knoten aufzunehmen oder dass Knoten noch offline gehen können. Okay, also jetzt habe ich Sie vielleicht ein bisschen eher verwirrt als informiert. Also der Hauptgedanke ist, nochmal um es zusammenzufassen, wenn wir eine Hash-Tabelle haben, also erstmal eine Hash-Funktion ist schon mal ganz gut, weil wir wirklich, egal wie groß der Bereich ist, der Zahlenbereich, wir können auf eine feste Größe abbilden. Und wenn wir diese feste Abbildung haben, dann nehmen wir das mal als Schlüssel an, und unter diesem Schlüssel können wir ein bestimmtes Value speichern. Das kann dann eine Datei sein, das kann ein Pointer sein, es kann alles möglich sein. Und wir wollen jetzt dieses Prinzip auf das Peer-to-Peer-Netzwerk übertragen und quasi diese gesamte Hash-Tabelle, die ausreichend groß sein muss, auf verschiedene Knoten aufteilen. So dass wir immer noch wissen, wenn wir irgendeine Datei haben, mit einem gewissen Identifier, der vielleicht vom Key her in diesen Bereich passt, dann müssen wir nur den Weg finden, welcher Knoten ist für diesen Key, diese ID verantwortlich, und so können wir eben den Value dazu abrufen und die Suchanfrage auflösen. Und die Frage wird sein, wenn das jetzt alles verschiedene Knoten sind, wie sind die Zuständigkeiten definiert? Also warum ist A für diesen Bereich, für diese IDs zuständig, warum ist B hierfür zuständig? Was machen wir, wenn jetzt neue Knoten hinzukommen? Knoten D zum Beispiel. Und wie lösen wir das alles auf? Und das sind letztlich die Fragen, die man bei einer Distributed Hash Table beantworten muss. Erstmal, wie wähle ich denn den ID-Raum? Eindimensional, zweidimensional? Wie viele Werte sollen er enthalten sein? Im zweiten Schritt, wie bilde ich die ganzen IDs, also
Ressourcen, Dateien, also das sind Dateien oder Aufgaben oder was auch immer, so eine ID hat, auf einen Knoten ab. Also wie bilde ich die ab? Welche Zuständigkeiten gibt es? Das heißt, welche Peers sind für welche IDs dann zuständig? Sobald die Zuständigkeit geklärt ist, hängen die Knoten immer noch im luftleeren Raum. Die müssen wir jetzt erstmal verbinden. Dann wäre der vierte Schritt zu überlegen, wie verbinde ich die Knoten jetzt miteinander, dass ich eine möglichst gute Grundlage habe, um gut routen zu können. Sobald ich sie dann miteinander verbunden habe, also hier kommt so eine Topologie raus, eine Anleitung, wer mit wem verbunden ist, Zuständigkeit. Sobald ich eben die Topologie habe, ist der fünfte Schritt dafür zu sorgen, dass wir Wege, effiziente Wege in dieser Topologie finden. Und im letzten Schritt, im sechsten Schritt, wie müssen die Knoten, also welche Kommunikation müssen die Knoten betreiben, damit sie möglichst lange, damit sie mit Churn umgehen, dass offline gehende Knoten berücksichtigt werden und online gehende Knoten berücksichtigt werden, dass das alles seinen Weg findet und berücksichtigt werden kann. Also diese sechs Schritte werden wir uns bei den folgenden, ab nächster Woche zu betrachtenden Übungen, im Moment, also werden wir uns dann anschauen, wie kann man das eben realisieren, dass aufgelöst wird. Ich habe jetzt noch in Erinnerung, dass wir angeschnitten haben, also in der Übung, in der nächsten Übung ist Jaccord schon Thema. Das heißt, da wäre es schon mal interessant zu sehen, wie könnten diese sechs Schritte denn überhaupt aussehen. Also wie wählt man den Identifier Space, wie definiere ich die Zuständigkeiten, wie ist welcher Knoten mit wem verbunden. Und deshalb springen wir mal kurz zu Cord. Weil es doch ganz gut ist, mal etwas gesehen zu haben, bevor es zu theoretisch ist. Also Überlegung 1, wie ist unser ID-Raum zu wählen? Also Cord ist eins der bekanntesten, also das bekannteste Overlay, strukturierte Overlay in der Peer-to-Peer-Welt, daher sollte man es auf jeden Fall kennen. Da ist festgelegt, man hat 160 Bits. Das heißt, jeder Knoten hat einen ID von 160 Bit und jedes Objekt hat eine ID von 160 Bit. Die IDs erreicht man mit einer Hash-Funktion. Entweder hasht man die IP-Adresse, das Port oder den Objektnamen oder den Inhalt. Das spielt für Cord eigentlich keine Rolle. Wichtig ist nur, dass alle Knoten, alle Objekte einen ID haben. So, und das Ganze ist jetzt als Ring organisiert. Das heißt, jeder Knoten muss seinen Vorgänger und seinen Nachfolger kennen. Das heißt, ich bin der Knoten 5, deshalb muss ich den Knoten mit der nächsthöheren Nummer kennen, das ist vielleicht Knoten 8, und den Knoten mit der nächstkleineren Nummer kennen, das ist vielleicht, 4. Ja. Und nun werden Zuständigkeiten definiert, das ist jetzt ein bisschen blöd gewählt, ich wähle hier mal die 2. So. Die Zuständigkeit ist so definiert, dass der Zuständige für ein Objekt, der ist der nachfolgende Knoten. Also wenn ein Objekt hier ist, den Wert 3, 4 oder 5 hat, dann ist der nachfolgende Knoten der zuständige Knoten. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, hier mal mit größeren Werten. Nehmen wir mal die ID 1500. Da ist der Nachfolger davon im Ring als Knoten, die 1622, das ist der zuständige Knoten. Das heißt, der Knoten 1622 ist zuständig für alle Werte von 1009 bis 1622. So sind Zuständigkeiten definiert. Das war der zweite Schritt, den wir realisieren mussten. Ja, also für diesen ganzen Bereich ist 1622 zuständig. Wir haben einen Ring. Das heißt, der letzte Knoten ist mit dem ersten Knoten verbunden. Und das ist schon mal die Basis, um überhaupt routen zu können. Also mit dieser Basiseinstellung können Sie schon mal ein Lookup realisieren. Das heißt, sagen wir mal, wir suchen irgendein Objekt, hier 700, und der Knoten 2011 sucht jetzt die Datei. Dann schickt er die Datei, dann schickt er die Suchanfrage, wenn er dafür nicht zuständig ist, einfach an seinen Nachfolger.
und er ist auch nicht dafür zuständig, so, dann schickt er es auch an seinen Nachfolger und er auch nicht, auch an seinen Nachfolger, bis eben der Knoten feststellt, dass sein Nachfolger nicht mehr dafür zuständig ist, aber sein Nachfolger schon, und dann ist der zuständige Knoten gefunden. Das hat zwar eine Routing-Komplexität von O von N, aber theoretisch funktioniert das. So, nun wollen wir aber O von Log N erreichen, und das erreicht man, indem man sogenannte Finger einführt. Das sind Abkürzungen im Netzwerk, die exponentiell weit vom Knoten entfernt sind. Das heißt, wir haben Knoten X und der startet jetzt Lookups nach all den IDs x plus 2 hoch k. Oder n plus 2 hoch k ist hier der. So. Und er beginnt quasi ohne Finger und er sucht erstmal für den zuständig für n plus 1. Das wird sein eigener Nachfolger sein. Dann sucht er für den zuständigen für n plus 2, plus n plus 4, plus n plus 8 und so weiter. Und diese Distanzen sind exponentiell weit, weil es eben mit 2 hoch k wächst, von ihm entfernt. Und so sieht das Netzwerk dann aus mit den roten Fingern. Und das, was man damit erreicht hat, ist erstmal, man hat log n viele Finger, maximal 160, bei 160 Bits. Und jeder dieser Finger sorgt dafür, dass egal welche ID wir rausnehmen aus dem gesamten ID-Bereich, wir einen Finger haben, der die Distanz zu dieser ID halbiert. Das heißt, entweder sind wir vielleicht in dieser linken Hälfte des Netzes, dann würde uns quasi unser weitester Finger uns die Distanz dazu halbieren. Oder wir sind in diesem Viertel und auch hier würden wir die Distanz zu diesem Viertel halbieren. Oder in diesem Achtel und auch hier haben wir einen Kontakt, der uns die Distanz dazu halbiert. Und jetzt haben wir also O log N viele Finger und erreichen dadurch eine Halbierung der Distanz zu jeder beliebigen ID. Und nun können wir das, und das ist auch ein Teil der Übung, mal das durchrechnen und schauen, wenn wir das anwenden, wie kommen wir an? Also was hat das für Auswirkungen? Und die Auswirkung ist, dass wir, sagen wir mal, wenn wir einen Lookup durchführen zur ID 300, wählen wir uns immer den Finger aus, der möglichst nah ranspringt, aber nicht drüber hinweg. Ja, und der Finger hier bei der 3000 wäre zum Beispiel hier 1008, der zuständig für 1008 plus 1024. Das ist dieser Knoten. Und im nächsten Schritt schauen wir uns seinen Finger an. Und auch hier wäre der nächste Sprung zum zuständigen für die 2719. Das ist dieser Knoten. Und wir routen immer so lange, wir springen immer so lange voran, bis wir keine Möglichkeit mehr haben, nicht drüber zu springen. Und dann wissen wir, wir sind der Vorgänger. Dann müssen wir quasi nur noch den nächsten Schritt machen. Also wir versuchen immer zu dem Vorgänger des zuständigen Knotens zu kommen. Und nur der Vorgänger des zuständigen Knotens darf drüber hinweg springen. Und dann haben wir den zuständigen gefunden und die Antwort kann zurückkommuniziert werden. Und der Suchende ist glücklich. Okay, das quasi soweit zu Cord. Naja, vielleicht bringe ich noch einmal diese letzten zwei Folien ein. Das ist jetzt nicht sehr tragisch für die Übung, aber jetzt sollten Sie in der Lage sein, die Übung durchzurechnen. Wir gehen doch in der nächsten Vorlesung drauf ein. Die Join-Prozedur ist eigentlich ganz simpel. Das ist wie die Einfügung in eine verkettete Liste. Sie haben eine ID. Sie suchen den zuständigen Knoten und teilen dem mit, ich bin jetzt da, bitte gib mir meinen Anteil. Das heißt, sie würden sich hier platzieren. All die Objekte, die hier drin waren, würden sie jetzt bekommen. Sie würden diese verkettete Liste wieder herstellen und alles ist gut, sind dann eingefügt. Das heißt, sie suchen sich ihren Platz, sie setzen ihren Pointer zum Nachfolger, er setzt seinen Pointer zum Vorgänger. Sie bekommen die Daten, für die Sie jetzt zuständig sind. Alle updaten Ihre Successoren und Vorgänger in Ihrem Bereich und Sie bauen die Finger auf und sind völlig eingefügt. Also keine Magie. Und das war es auch eigentlich schon zu Cord. Und da würde ich das sehr gerne mal mit Ihnen in der Übung mal besprechen. Ansonsten sehen wir uns ja am Mittwoch und in der Vorlesung greifen wir das Thema
weiter auf und schauen uns noch die anderen Möglichkeiten an, wie man strukturierte Overlay realisieren kann. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann nächste Woche.